Der Convenience Store. Die Geschichte ist folgende. Frau Sanji, vielen Dank. Bin noch in der Fahrschule. Die Geschichte ist folgende. Wir sind quasi Ladenbesitzer oder Mitarbeiter und Dinge passieren in diesem Laden. Und wir wissen alle nicht genau, was für Dinge. Und ich wurde gezwungen, das hier zu spielen. Videokassette. Videokassette. So, okay, warte. Kann ich das? Es ist Zeit. Ich muss mich fertig machen. Ich muss die Alerts leider ausmachen, ne? Ich glaube, ich muss die Alerts ausmachen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich Alerts wieder ausmache. Alerts, flupp. Ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Oh, es ist früh morgens. Ich habe gar keinen Bock. Oder spät abends, je nachdem, wann ich arbeite. Und ich muss zugeben, ich mag diese ganzen Used-Look oder PS1-Look, sagt man ja immer, Spiele. Ich liebe diese Dinger. Ich weiß nicht warum. Ja, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Also hier, mein Chinchilla will Nudeln. Okay, hier wohne ich übrigens. Es sieht nicht schön aus, ist eine Dachgeschosswohnung. Es sieht nicht schön aus, aber es ist halt günstig, ne? So, es ist kurz nach 12. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Guck mal hier, das hat mein Boyfriend mir geschenkt, hier mein Kissen, weil wir spielen eine Frau, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber selbst wenn nicht, dann heutzutage ist das ja alles schwimmend. So, okay. Die Uhr ist sehr laut. Ja, aber das ist ein Geschenk von der Großmutter. Hier in der Mikrowelle kann ich mir nichts zu essen machen. Ach, wir hätten hier noch was zu essen. Das hau ich mir mal in die Mikro gerade. Ja, komm, wir wärmen uns mal kurz. Vor der Arbeit vielleicht noch was essen. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich ziehe mich auch noch mal um. Dann haben wir noch mal die Arbeitsklamotten angezogen. Ich wünschte, wir hätten natürlich einen Spiegel, wo ich sehen könnte, was ich anhabe. Da ist noch irgendwas? Nee. Okay, ist fertig. Ah, jetzt. Okay. Erstmal Bento essen. Ah, lecker, lecker. Bento-Bento-Bento-Box. Bento-Bento-Bento-Box. So. Wenn der Filter auf Twitch doof ist, sagt Bescheid, ne? Dann sagt Bescheid. Ich muss erstmal los zur Arbeit. Kümmerst dich um alles? Haben wir noch was hier im Videorekorder? Fernseher? Bescheid, okay, ich guck mal. Oh, ja, okay, das ist halt sehr, sehr krass hier, dieser. Ist das der Kameraeffekt? Ich guck mal kurz. Heavy Performance, Shadow Quality disabled. Nice, hard and soft. Mach ich mal. Texture Quality 100. Wo ist denn hier? Ach, der ist das, okay. So, ich glaube, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, ne? Schön, dass die Maus jetzt zu sehen ist. Ah, da ist sie weg. Okay. Gut. Ich mache mal Control F1 und dann gehe ich zur外もう真っ暗だよね。Ah, draußen ist dunkel. Haben wir vielleicht noch, jetzt sieht man die Sachen auch besser. Haben wir vielleicht noch eine Taschenlampe hier? Okay. Hier sitze ich immer mit Freunden. Da kann man Radio hören und so. Wir spielen noch Karten. Hier ist meine Küche. Die, wie gesagt, es ist nicht viel, ne? Aber was man hat, das hat man. So, ich mache mal zu. Blumen bitte deaktivieren. 懐中電灯を持っていかないと危ないよね。Ihr habt es ja gerade selber gehört, ne? Ihr habt das ja auch alles verstanden. Hier haben wir eine Taschenlampe. Ehrlich gesagt sehe ich die nicht, weil es hier nur schwarz ist. Hier geht es gar nicht rein, weil hier habe ich einen Schlüssel verlegt. Aber morgens nach dem Aufstehen erstmal ganz kurz, das ist aber kein japanisches Klo. Dusche gibt es hier auch nicht, Badewanne gibt es auch nicht, ist egal, wir waschen uns einfach im Waschbecken. Wir tun mal so, als hätten wir uns gewaschen und jetzt kann ich. Hier kann ich machen, okay. Ich mache Flashlight erstmal wieder aus, damit hier. Ich mache Flashlight wieder an. Ah, ja, ist halt noch früh, ne? Da geht man ja gerne hier rum. Wir wohnen hier am Ende einer Sackgasse. Es ist aber sehr schön. Sehr viel Natur, wie ihr das gerade hört.
Ah, ich liebe es, in diesen Morgenstunden einfach hier lang zu laufen, mit meiner Taschenlampe Sachen auszuleuchten und überhaupt nicht verdächtig auszusehen. Das liebe ich einfach am meisten. Seitdem wir nach Japan gezogen sind, ist das mein größter Spaß. Man kann auch fremde Grundstücke betreten und dann Sachen angucken und so oder mal das Fenster leuchten. Das ist halt schon ziemlich cool. Die Japaner sind ein sehr freundliches Volk. Die haben da nichts gegen. Kann ich hier was mitnehmen später für Alchemie? So. Gut. Wir humpeln nicht, wir schleichen. Wir machen sehr lange Schritte. Offenbar so. Wump, wump. Sehr lange Schritte. So. Es ist sehr schön hier. Wir müssen wahrscheinlich gleich runter. Ich weiß momentan noch nicht, wo unser Laden ist. Ist mein erster Tag. Hab mich einfach auf gut Glück beworben. Die haben mir geantwortet. Ich habe aber nicht mal geguckt, wo der Laden überhaupt ist. Ich habe einfach nur einen Brief hingeschrieben, weil ich eine Stellenanzeige gesehen habe und dachte, ja, Geld wäre mal wieder schön. Nice to have. Optional. Und jetzt muss ich halt erstmal gucken, wie ich da hinkomme zur Arbeit. So. Kompass lasse ich ausgeblendet. Das ist viel mehr immersive so, ja? Also, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich spiele das ohne Kompass und mit 500 Mods. So, gut. So, hier ist sehr schön. Hier spiele ich manchmal abends mit Murmeln. Das ist meine Lieblingsecke von der ganzen Stadt. Und die Lampen sind auch sehr schön. Es gibt hier 30 Lampen pro Quadratmeter, weil es hier immer sehr, sehr dunkel ist. Und die Lampen sind Energiesparlampen, deswegen kommt der Strahl unten auf der Erde kaum an. So. Ich muss... Soll ich das Headbobbing mal ausmachen? Das sieht wirklich aus, als würden wir so einen Ausfallschritt haben. Mal so... Das sieht ganz merkwürdig aus. So. Ich guck mal kurz. Wo ist denn unser kleiner Kombini? Der muss doch hier irgendwo sein. Da müssen wir gleich arbeiten. Ich guck mal kurz. Wo ist denn hier? Headbob. Das ist doch kein Headbob. So. Ja, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen besser, oder? Damit Gronkh sich von der Angst ablenken kann? Nee. Maus. Momentan, ehrlich gesagt, ich habe hier vor gar nichts Angst aktuell, weil das ja nur Vorgeplänkel ist, glaube ich. Oh! Das ist die große 5000 Meter Schlucht. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja, unser Dorf wurde hier inmitten von einer riesigen Mauer erbaut. Seitdem diese riesigen Giganten außerhalb der Stadtmauer sind. Die ständig mal wieder angreifen. Keiner weiß, woher die kamen, aber das sind riesige Giganten. Und wir müssen manchmal mit so Enterhaken durch die Gegend schwingen. Was ist denn das da? Da sitzt jemand. So, warte. Ist das eine gute Idee, zu dem hinzugehen? Ih, der guckt uns an. Jetzt guckt er wieder weg. Ih, hör auf, mich anzugucken. Ich bin ein süßes japanisches Schulmädchen. Hör bitte auf, mich anzugucken. Ich will mir hier nur ganz kurz eben heißen Kaffee ziehen. An diesem Pixel-Vollautomaten. Ich weiß, was hier wirklich geschehen ist. Ich wurde gerufen, euch alle zu warnen. Von demjenigen, dessen Namen ich nicht aussprechen darf. Der Tag der Judgment, der Beurteilung wird kommen. Ja! Okay, Jackie Chan warnt uns. Die späten Jahre. Alter... Okay, ich muss das ganz kurz sagen. Sein unterer Kopf sieht ein bisschen aus wie von Sylvester Stallone. Und als hätte man da abgesägt und obendrauf einen anderen asiatischen Kopf draufgeklebt. Das sieht aus wie zwei verschiedene Köpfe, oder? Also ohne Witz. Guck mal. Unten Sylvester Stallone, oben weiß ich nicht. So, bitte fassen Sie mich nicht an. Was haben wir denn hier? F. Achso, das sind Parkplätze. Kenne ich hier nicht. Bei uns sind die Streifen alle abgefahren. Und wenn die Streifen abgefahren sind, gibt es erstmal 7 Jahre eine Baustelle. Über 10 Kilometer, weil die Streifen abgefahren sind. So, hier arbeite ich übrigens. Ne? Das ist der Laden, in dem ich arbeite. Oh Gott, da geht mir das Herz auf. Ich liebe diese... Toll. Ich liebe diese Geräusche, wenn die Ladentüren aufgehen in Japan. Das ist wirklich so. Dann spielt immer so eine kleine Melodie. Das ist voll schön. Nabend! Ich bin's, japanische Schulgirl. Hab heute Schicht. Warum guckst du mich so gruselig an? Sag doch was. Sag doch mal Hallo. Hör auf, mich so anzugucken.
So, heute hätte ich gern 2 Snickers, 7 Duplo und ein Moncherie. Niemand kauft Moncherie. Niemand. Ja, ist ja gut jetzt. Jetzt ist nicht mehr so schön. So, was haben wir hier? Katzenfutter. Das ist total unrealistisch. Normalerweise wäre die Hälfte der Regale leer. Klopapier, Nudeln, alles weg. Oh, oh ja, die Magazine kennt ihr ja, ne? Hier, Austin Lee. Hat die Hälfte von euch im Abo. Was ist das da? Ein Plakat? Punkt, Punkt, Punkt. Etwas an diesem Poster? Ich fühle mich angezogen. Wahrscheinlich wegen dieser Chucky, der Mörderpuppe da unten rechts. So, ich fühle mich hier auch sehr... Achso, ich habe immer noch die Taschenlampe an. Vielleicht mache ich die mal aus, wenn ich hier bin. So, was nehme ich denn heute mit? Ich nehme hier Fertignudeln nehme ich mit, Instant Ramen, dann hier lecker Ente süß-sauer. Hier muss mal wieder gewaschen werden. Hier muss mal... Können Sie mal Gang 2? Hier ist... Wäre es runtergefallen. Habe ich aber extra gemacht. So. Und dann nehme ich noch ein bisschen grünen Tee, ne? Und ein Yuhi-Bier. Was steht da? Yuhi Breweries Limited. Supreme Beer. Omega Dry. Draft Beer. Sehr detailliert. Das Bier ist erstaunlich detailliert. Wenn ich mir an die Süßigkeiten da vorne denke, das ist, So, was haben wir hier? Chips. Das sind Chips. Das ist Tobis Regal. Da gehe ich nicht ran. Okay, warte. Ach, hier kann man auch gucken, was da ist. Einige davon sind abgelaufen, das widert mich an. Das möchte ich nicht. Hier sieht alles gut aus, okay. Alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus, okay. Die abgelaufenen, sollen wir die aussortieren? Ja, die nehmen wir raus. Aber alle, das sind 2 abgelaufen, deswegen nehme ich die mit, die sind günstiger. Ist zwar gesundheitlich nicht so förderlich, aber passt schon. Wo packe ich die mal hin? Haben wir einen Mülleimer irgendwo? Wir sind ja Mitarbeiter des Monats. Haben wir denn hier einen Müll irgendwo? Oh Gott, hier ist aber... Behind the scenes. Okay, ist ein bisschen, Das ist doch das Zimmer, wo immer Morde passieren, oder? Ah, hier, guck mal, ich kann die Sachen erstmal in den Müll schmeißen. Das sieht alles nicht so vertrauenserweckend aus, ehrlich gesagt. Expired Food, weg Trash. Oh, warte. So, warte. Okay. Wir sind ein feiner Laden, da wird nichts verkauft, was abgelaufen ist. Ich würde zur Tafel spenden, aber so komplex ist das Spiel nicht. Und außen... ist es ja schon abgelaufen. So. So, ganz kurz für euch noch, hier ist eine Werbebotschaft. Denkt dran. Und, wieso steht hier ein Wagen? Der hat seine Lichter ange... Okay, hier ist Alpha-Wand, da komme ich nicht lang. Wieso hat der Wagen seine Lichter angelassen? Also, Batterie? Schlecht für die Batterie. Und da drüben ist Absperrband von der Polizei, das ist nicht gut. Ist doch Polizei, oder? Ich meine, wird in Japan nicht so anders sein? Ach, hier ist Baustelle. Nicht Polizei, hier ist einfach nur Baustelle, weil da 3 Leichen gefunden wurden. Also, ganz normale Baustelle. Das ist okay. So, okay. Da sind wir wieder im Laden. Haben das Ekelhafte, haben wir den Rotzhammer rausgeräumt. Das ist sehr gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach, Tür! Mann, halt doch mal in die Fresse. So, okay, das Poster. Wir fühlen uns ja... Kommt da was anderes, wenn wir uns nochmal anklicken? Nee, ne? Nö, alles klar. Okay. Gut, bevor die Schicht anfängt. Hände waschen. Ah, Toilette wird immer sauber gehalten. Das war das Klo, ne? Japanische Toiletten, ne? Ich sag's mal. Kein Vergleich zu unseren. So. Und wahrscheinlich schon vorgewärmt und dann hier mit sauber machen und allem drum und dran. Ein Traum. Die gehen nicht zu, wenn man drauf sitzt. Ja, ich wollte es nochmal sagen. Wenn man drauf sitzt, die klappen nicht. Es ist nicht so, dass du auf dem Klo sitzt und es klappt dann... erbarmungslos zu. Aber das hier sieht... Na, bist du hungrig? Bist du hungrig? Wie so ein Schnieschnar-Schnappi so ein bisschen, ne? So. Ist wahrscheinlich auch vorgewärmt, säubert sich selbst und so weiter und dich natürlich auch. Japanische Toiletten sind gewöhnungsbedürftig, aber verdammt cool. Okay. Ja.
Ach, wir arbeiten noch gar nicht hier. Ach doch, wir arbeiten schon hier. Wir kriegen Kohle. Gut, das ist gut. Wir arbeiten schon hier. Das ist alles, was ich weiß. So. Was? Enter Counter. Ja, na klar. Wir fangen unsere Schicht mal an. Kennt ihr noch den Porenmann? Poren Ishii. Von Kill Bill. Es ist Poren Ishii. So. Alter Klotzkopf. Er riecht so gut. Okay. Der Kasten hat auch schon bessere Tage gesehen. Ah, naja. Naja, gut. Was? Ich arbeite zurzeit an einem Kombini in Sendai? Das ist alles erstmal beunruhigend für mich. Ach, was? Ach, was? Das ist schon okay. Das hat nichts mit Realismus zu tun. So. Stempelkarte. Wir stempeln ein. Wir haben schon gearbeitet, aber wir stempeln ein. Some food are expired by the time you start your shift. Can you take them off the shelves for me? Oh, haben wir schon gemacht, your manager. Haben wir schon gemacht. Oh, warte. Wir haben Kunden. Der Typ ist schon weg. Ach, er geht nach Hause. Ich guck mal ganz kurz. Können wir den Parkplatz? Haben wir da eine Kamera? Ich guck mal kurz. Oh, linke Maustaste ist rausgehen aus der Kamera. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. Warte kurz. Rechts ist Zoom, links ist raus. Das ist komisch. Der Zoom ist sehr organisch. Oh, alles klar. Ausblenden. Ich komme. Ich grüße Sie. Hallo. Unser Kollege fährt weg. Was darf es denn sein? Nehmen Sie sich bitte alles, die Ware ist frisch. Gerne noch 70 Packungen Kippen von der gleichen Marke hinterher. Ich beobachte den, er klaut bestimmt. Meine Augen brauchen auch so einen Zoom. Warte doch erstmal ab, das ist alles nur Vorgeplänkel. Warte doch erstmal. Aha. Wir beobachten ihn genau. Da ist eine Kamera auch. Hab alles auf Film, wenn er irgendwas versucht, ne, irgendwas Linkes. Nehmen Sie noch Muschipan. Oder Melonpan, geht auch. Die heißen wirklich so. So, ja, unsere Texturen sind nicht mehr zeitgemäß. Die müssen wir demnächst noch, aber wir arbeiten daran, mein Herr. Ah, ja. Gut. Da scanne ich natürlich gerne mal. Übrigens auch in Japan. Du bezahlst einfach mit so einem QR-Code zum Beispiel. Kannst einfach mit einem QR-Code auf dem Handy bezahlen. Abgescannt, fertig. Hast du schon bezahlt. Es ist so easy und es ist so cool. Ha, so. Da. So, du. Auf Wiederschauen. Ah, ja. Ich wasche mir mal die Hände, weil wegen Corona, ne? So, 20 Sekunden Hände waschen. Und Gesicht. Und alles andere am besten auch, wenn man schon dabei ist. Nicht nur die Hände. Man kann sich auch mal ganz Körper waschen. So, der faule Kollege hat Feierabend. Alipay gibt's auch hier? Was? Aber selten, oder? Ich habe das hier noch nirgends gesehen. So. Ich höre Kundschaft. Bin ganz aufgeregt. Um die Zeit kommt kaum noch jemand. Ein schwarzer Van. Da kann ja nichts passieren. Ach, der haut ab. Was ist da los? Hier rauscht irgendwas. Jetzt nicht mehr. Alles heile? Alles repariert. Okay, gut.
Das wird ein sehr entspannter Abend. Ich guck nochmal auf Videokamera, ne? Ich wollte das nochmal ein bisschen austesten, solange noch kein Kunde da ist. Wir gehen dann gleich wieder raus. Wir haben auch noch Klopapier im Angebot. Gar kein Problem. Wir haben hier alles. Hier hätte ich mal gucken sollen. Die Kameras sind aber denkbar unbrauchbar. Die können so ein bisschen hoch und runter und das war's. Ich finde die Kameras ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, aber gut. Okay, sonst ist hier aber gerade nichts, ne? Ja, okay. Da ist auch nichts. Gut. So. Das Spiel hat mit FNAF nichts zu tun. Gar nichts, wirklich gar nichts. Okay, dann gehe ich mal so lange ein bisschen rum. Wir gucken mal, ob wir draußen was machen können. Ja, ich bin's. So, kann ich ein Magazin lesen? Ich lese mal Magazin. Ich kaufe mir kaum Magazine. Aber ich kaufe mir gerne das Austin Lee Magazin. Oh, was für ein fescher J-Pop-Boy. So. Toilette alles okay? Toilette alles okay. Was macht man denn, wenn man so ein, wenn man in so einem Laden arbeitet? Stundenlang und es kommt kein Kunde. Was macht man dann? Mal hier gucken. Hier ist alles Paletti. Regale auffüllen. Aber womit? Streams schauen. Handy spielen. Penguin Fighter spielen. Ich chill dann immer. Was zum Lesen mitnehmen. Okay, zu lesen haben wir natürlich hier auch genug, ne? Wir könnten hier natürlich auch lesen. Kann ich Regal wieder auffüllen hier? Nee, ne? Das abgelaufen haben wir rausgenommen. Oh, hier vielleicht nochmal gucken. Hier ist alles okay. Das ist nicht gut. Und hier? Weiß ich nicht. Ich bring die mal kurz raus. So, warte. Ist jemand von euch gerade auf Schicht und also im Verkaufssegment, sage ich mal, und muss gerade ein bisschen die Zeit totschlagen? Macht das gerade jemand? Fände ich voll interessant. Es bringt übrigens immer viel, wenn Leute Nein schreiben. Danke. Genau ihr wart ja gefragt, weißt du? Genau ihr wart ja gefragt. Es ist wichtig, dass ihr das dann zum Besten gebt. So. Was wäre das Internet ohne Leute, die sich immer mal allem angesprochen fühlen? Das ist das Salz der Erde bei Social Media einfach. Schön, schön einfach, schön. Oh, Kunde! Hab doch gerade einen Kunden gehört. Ich wollte ihn gerade persönlich begrüßen. Ich gehe wieder in den Laden. Schnell hinter den Tresen, da bin ich sicher. Da kann mich nichts erreichen. Warte kurz. Nabend, hallo. Oh, Kokoromori. Oh. Ja, ist ein bisschen spät, dass jemand um die Zeit noch Pakete bringt. Es ist wirklich Tobi. So. Ah, das System gibt's also extra für Kombinis, die abends noch offen haben. Und dieses Paket ist für diesen Laden. The name matches your tag? Also das ist direkt für uns? For you? Ja klar, nehmen wir an. Gucken wir mal rein. Take it home. Nö. Wieso schickt uns direkt jemand was? Ach, das war er gerade. Okay, warte mal. Wieso bringt uns Tobi nach Mitternacht noch ein Paket? Tobi! LKW-Simulator ist großartig. Du machst das echt gut. Bist ein super Typ. Hab dich lieb. Du alte Schrulle. Tobi fährt mit dem LKW gegen Stein. Okay.
Okay, meine Frage ist... Hallo? Soll ich das Paket öffnen? Ich finde das ehrlich gesagt bedenklich. Ich habe ein Paket für Sie. Das würde ich Ihnen gerne schenken. Bring me food, or you will receive eternal punishment. Oh nein, ich hätte ihm das Abgelaufene bringen sollen. Oder haben wir vielleicht was nicht Abgelaufenes, was irgendwie höflicher wäre? Fällt mir jetzt erst im Nachhinein auf. Können wir ihm noch Essen bringen? Hab das alles weggeschmissen. Ich hol's aber auch wieder aus dem Mülleimer, ist mir egal. Ich würde ihm was zu essen bringen. Warte mal, hier ist Mülch. Haben wir noch Food hier irgendwo? Kann ich dem irgend... Das ist der Zettel, ne? Ah, hier. Thank you's choice. I'll give it a try. Okay, okay, cool. Das ist nicht das, was ich wollte. Okay, rennen kann man übrigens nicht, wollte ich nur mal sagen. Hallo. Achso, hier kann ich auch gar nicht weiter. So, ich würde ihm gerne was zu essen geben. Kann ich hier vielleicht? Warum kann ich ihm mal nichts zu essen geben? Hätte ich das Abgelaufene nehmen sollen, aber das finde ich irgendwie schwierig. Das finde ich irgendwie bedenklich, dass wir dem Abgelaufene Sachen geben sollen. Und warum kriege ich hier immer das Gleiche? Hey, I'll give it a try. Ich nehme aber keins mit. Außer hat Pan jetzt schon verraten, dass es noch zwei Sachen gibt, die man machen kann. Jetzt kann ich den Tag nicht abschließen. Jetzt muss ich alles absuchen, was ich machen kann. So, Magazin. Das kennen wir auch schon. Verdammt. Ach so, du hast es selber nicht gemacht. Du siehst es hier. Ach so. Rabi Carrot Juice. I've been drinking only that recently. Highly recommended. Lecker. Ja, Carrot Juice. Wer kennt ihn nicht? Der gute Karotzki. Ich will ihm was zu essen bringen, Mann. Wieso kann ich ihm nichts zu essen bringen? Ich gehe nochmal schnell, warte mal. Ich bringe euch allen Eis mit, das ist kein Problem. Ich gehe nochmal schnell hier hin, kann ich den Müll wieder rausholen? Nee, ne? Ach, ärgerlich. Wir hätten ihm vielleicht was geben sollen. So, der Porenmann ist weg. Poren Ishii hat Feierabend gemacht. Habt ihr noch irgendwas gesehen? Nee, ne? Fangen wir mal von vorne an. Sollen wir von vorne anfangen? Wegen dem Essen. Ob das geht? Wir könnten das probieren. Beim Bier. Da war mal nichts. Plakat vor der Türe haben wir schon gelesen. Das hier ist einfach nur schlechter Boden. Und das hier haben wir schon gemacht. Das war Carrot Juice. Beim Bier selber geht, glaube ich, nichts. Mach erst das Paket, bitte. Ja, wenn wir sonst nichts machen können, ich glaube, es kommt auch keiner mehr, ne? So, okay. Wenn sonst keiner kommt. Stempelkarte ist gestempelt. Heft ist geheftet. Food haben wir raussortiert. Mehr können wir nicht machen. Ich würde dann den heutigen Tag beenden. Wir können ja eh nichts machen. Ich kann ihm leider nichts zu essen holen. Leider, leider. Wir nehmen es mit nach Hause. Wir müssen es mit nach Hause nehmen, ne? Die Zeit vergeht gar nicht. Wir haben eine Videokassette bekommen. Ist das eine gute Idee, die Kassette zu gucken? Eine Videokassette, die direkt an uns in den Laden adressiert ist, die wir nicht bestellt haben, glaube ich. Ist es eine gute Idee, die zu gucken? Kassette in der Mikrowelle geht nicht. Die Mikrowelle hat sich von alleine angemacht, ne? Übrigens, wollte ich nur sagen. Ja, gut. Chat sagt ja. Chat sagt ja. Dann gucken wir uns ein schönes Video an. Ist bestimmt so ein Dickpick von Facebook. Bevor es Facebook gab. Power.
Watch closely. Ja, wir gucken richtig closely. Komm, wir gucken richtig closely. Habt ihr mal The Grudge gesehen? Das Original? Ich frag einfach nur. War das eine gute Idee, dieses Video zu gucken? Das uns irgendwer geschickt hat von einem Mordhaus? Wenn ich mich jetzt schlafen gehe, krabbelt dann da eine... Was ist denn das da hinten eigentlich? Ist es der Kombini? Okay, wir können nicht mehr viel machen, ne? Hier ist noch ein Chinchilla. Im Kühlschrank, wir haben nichts zu essen mitgenommen, verdammt. Konnten wir ja auch gar nicht. Wir haben nichts in der Mikrowelle, nichts zu essen, wir haben gar nichts da. Kann ich mich eben waschen oder irgendwas? Oder kann ich auch wieder raus? Interessiert mich gerade mal. Hier. Flashlight, ja klar. Hat man doch schon. Ich gehe wieder raus. Ich gehe nicht schlafen. Ich sehe nichts. Flashlight da.